Freunde Not. Was ist das denn schon wieder? Antriebsverbesserung 2. P-Kost plus 1. Baupause Lage 2. Hab ich das nicht schon? Prions Labor, Raketenzentrum. Teil davon habe ich doch schon. Okay. Uff. Ich habe auch was gegessen während meines Urlaubs. Ich habe Prion all unsere medizinischen Sicherheitstechnik Test durchmachen lassen. Er hat keine Augmentierung und Ordnungsgeräte an sich. Und ja, er ist wirklich ein Mensch. Ja, und? Lustigerweise wurde das Experiment aufgezogen, wollte immer ein volles Mitglied meines Volkes werden. Der Augmentierten, wie ihr sie nennt. Viele Jahre lang hatte ich Minderwertigkeitskomplexe wegen meines Körpers und jetzt habe ich Angst davor, ihn zu verlieren. Kennen die meisten Frauen, was? Ich würde sagen, dass es unethisch ist, an einer lebenden Person zu experimentieren, vor allem an einem Kind. Aber wir sehen schon seit langer Zeit die Augmentierten nicht mehr als Menschen. Sie sind die ersten Menschen seit Jahrhunderten, die im Gebiet der Augmentierten aufgezogen wurden. Und sie haben uns sicher viel zu erzählen. Ich verstehe vollkommen und ich werde versuchen, sie so nützlich wie möglich zu sein. Ich schätze, ich weiß mehr als die meisten ihrer Wissenschaftler. Es wurde ein spezielles Lernprogramm für mich entwickelt, damit unsere Wissenschaftler forschen konnten, wie gut das menschliche Gehirn ohne Augmentierungen arbeiten und sich entwickeln kann. Sie denken sicher jetzt, dass ich ein Verräter bin. Nein, warum denn? Das ist eine komplizierte philosophische Frage, zu welchem Volk man gehört. So wie ich das sehe, sind sie ein Opfer und kein Verräter. Ein junges Opfer, der Nachsicht und Hilfe verdient. Und er hat Informationen, ne? Prio, nehmen Sie diesen Kommunikator, er wird Ihnen helfen, sich in unserem Hauptquartier zurechtzufinden. Und Sie können ihn nutzen, um jederzeit zu kontaktieren. Er wird auch Ihre Gesundheit beobachten und uns berichten, wenn Ihnen etwas geschieht. Ich werde Ihnen helfen, sich an das Leben unserer Menschen anzupassen. Gleichzeitig können Sie mich über das Ausmaß Ihrer wissenschaftlichen Kenntnisstand informieren. Gut, dann komme ich da rechtzeitig rüber? Ja, Moment, ich muss dahin. Dann geben wir mal kurz Gas. Geben wir mal Gas. Zur Basis. Lokalisierungsraum. Was baue ich denn da jetzt rein? Prions Labor. Das Gebäude gebaut wurde, um Feindmodule zu hacken. So 900 oder 1000. Uff. Raketenzentrum. Bauen wir das? Das ist teurer. Bauen wir uns mal das teure, den teuren Scheiß. Gut, ich kann da Zeug aufrüsten. Also, wenn ich Geld hätte, könnte ich Zeug aufrüsten. Lager. Was kostet das Lager? 2,50. Könnte auch die Fabrik mal aufrüsten. Nein, dann kann ich auch bessere Panzer bauen. Endlich mal, hey. Ich könnte auch meinen Hangar da nochmal aufrüsten. Ach, nein, kann ich nicht. Ich habe nämlich kein Geld. Was habe ich denn? Ich habe kein Geld. Dieses Spiel hat ein ernstzunehmendes Geldproblem. Warte mal, die. Meine Werkstatt. Bin ich jetzt blind oder was? Da oben. Die kann ich nicht aufrüsten. Aber ich habe auch Zeug bekommen. Lebenspunkte minus 1, Bewegungspunkte plus 1, Bewegungspunkte plus 2. Brauchen wir vielleicht mal. Meine kosten die 2. Ja, die nehme ich. Nee. Dann lieber nicht. Was kostet das Forschen? 800. Und dann könnte ich meine Artillerie noch weiter aufrüsten. Wenn ich nochmal 400 hätte. Gut, dass das alles so billig ist. Da bin ich doch eben erst weggeflogen, da war das noch nicht. Schaffe ich das noch rechtzeitig da zurück? Nee. Wieso ist das jetzt plötzlich im Angriff? Ich komme da aber nicht mehr rechtzeitig zurück. Ne? Nee. Nee. Okay, dann vergiss es mal einfach. Habe ich gespeichert, nachdem ich die Mission beendet habe? Alter, was zur Hölle ist denn jetzt hier los? Drei Tage, drei Tage.
12 Tage, ja. 12 Tage wären toll. Nach der Mission die Rettung. Nee, hier ist das. Jetzt ist es noch nicht da. Ach, komm schon. Ja. Ja. Wann kommt denn das? Am Tag 0 Stunden. Reicht das? Ich weiß nicht, ob das reicht. Das ist das Problem. Ein Tag, 4 Stunden, 3 Stunden reicht. Also, Ausgrabung fertig zur Basis. Brauchst du mal ein Raketenzentrum? Wird bestimmt toll. Und Schlacht. Was heißt überhaupt 2 Wochen Darben? Als ob ihr da irgendwie gewartet hättet. Ist auch eh nur da, um über mich lustig zu machen. Die haben kein Schiff. Okay. Kein Schiff. Kann ich jetzt auch den ihn? Nee, ihn habe ich nicht. Okay, schade. Noch eine Einheit, die ich unendlich oft wieder bekomme, hätte mir gefallen. Aber Rüder sagt nein, so meine Artillerie. Da. Ja, hast du mir immer noch nicht außerdem hast du mir immer noch nicht erklärt, was am 20. April so besonders sein soll. Scharfschütze, wirklich. Alles andere könnte ich verkraften, aber ich muss noch eins mehr davor. Dann locke ich halt den wieder an, aber was willst du machen? Was willst du machen, ne? Runde beenden mal. Noch pausenlos gewonnen. Versehen so. Mhm. Besoffen auf dem Boden rumrollen ist jetzt nicht gewunden, aber okay. Okay. Na gut, die macht nicht viel. Die ist harmlos. Naja, harmlos, die macht 2 Schadenspunkte. Nein. Und da ist gleich der nächste Pisser. Was macht seine Rakete an Schaden? 8, ne? Mal 6. Und dann speichern wir mal. So, mal gucken, wo bin ich denn da überall? Überall. Das ist natürlich jetzt auch schon mal irgendwie scheiße. Sehr gut. Dann habe ich ja noch ein bisschen was, das ich aufs Feld werfen kann. Zum Beispiel ihn hier. Und der schießt den mal ins Gesicht mit der Kanone. Ja, der hat Konterattack. Also, ich kann dir bald nicht mehr zuhören, was ich da laber. Dieser Treffer bin ich ein Freund von. So, Rakete ins Gesicht. Bin ich auch ein Freund von. Wie viel Schaden willst du machen? 5. Kein Ding.
Lauf mal. Nein, er ist nicht weit genug weg. Scheiße. Aber vielleicht macht's ein Cheap. Wenn ich den Cheap da reinstopfe. Ha! Brillant. Das ist irgendwie Verschwendung, aber okay. Das ist ein Cheap. Ich habe davon ein paar gebaut. Ziehst dich mal zurück, du auch. Und ich. Das Menü gerade nicht so wirklich. Und wenn wir schon dabei sind, noch mehr. Der einzige Ersatz für Artillerie ist mehr Artillerie. Und zurückerobern. Sehr schön. Das ist wieder ein Schocker. Schockierend. Oh, ich habe keine Aktionspunkte mehr. Ja, kein Problem nicht. So, der Schocker. Oder nicht einer von euch bis zu dem Punkt vorlaufen? Ne? Okay. Und beenden. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Dürfte mich jetzt nicht treffen. Ja, doch, darf ich irgendwie so neu starten, weil ich meine ganze Artillerie verloren habe. Schieß erstmal die Rakete ins Gesicht. Erstmal Rakete ins Gesicht schießen, das ist immer ein guter Anfang für die Kennenlernphase. So, er markiert so die Linie, ja, wirklich. Yep. Nein. Macht zusammen nur 12. Scheiße. Scheiße. Mal richtig scheiße. Okay. Wir machen einfach mal was Dummes und... Okay, er kann mich da nicht, alles gut. Und jetzt hat er einen Fehler gemacht. Yes, die KI ist zum Glück ganz easy. Ich sag's ja die ganze Zeit, das Spiel ist total... Pf, gar nicht schwer. Da könnten sie ruhig noch ein Brikett drauflegen, ne? Nein, bitte nicht. So, ich habe aber noch einen Schocker. Gibt mich immer wieder, was der Feind alles an Einheiten hat. Komm doch mal zu Besuch, damit ich töten kann. Kriege ich Unterstützung? Nein. Okay. Wir brauchen schon Unterstützung. Minen. Immer zu leise, nichts Neues. Was? Mikro ist heute ein bisschen leise. Könnte aber auch auf meinem PC liegen. Musst du deine Boxen aufdrehen. Stell dich doch mal nicht so dumm an. Weil du bist einer meiner Abonnenten, ne? Das ist natürlich schwierig, sich nicht dumm anzustellen. Außerdem, ich kann mein Mikrofon nicht weiter aufdrehen, weil sonst hast du einen Haufen Rauschen drin. Das will ja auch keiner. Das will ja auch keiner.
Das müssen wir jetzt mal wieder umgruppieren hier. Alles schön so ein Feld getrennt. Das ist dann ganz geil. 2, 4, 8. Das hält er aus. Das habe ich auch gleich schon. Alles schön auseinander. In der Hoffnung, ungehört zu bleiben. Ja, das wäre toll, wenn keiner mir zuhören würde. Aber die Gefallen tut er mir ja nicht. Ich könnte mir natürlich auch ein richtig teures Mikrofon und Audio-Interface und alles dazu kaufen. Ich komme da nicht ran. Ach, wirklich? Ja, da 20. Halt doch nicht 20 stand. Und wie weit kann der fliegen? Der kann. Oh Gott. Scheiße. Der Scheiße aber auch. Oh, Moment, Moment, ich krieg dich noch. Ich krieg dich. Yes. Ich krieg ihn. Sag ich doch, ich krieg ihn. Easy. Überhaupt kein Anspruch. Überhaupt gar kein Anspruch. So, was machst du an Schaden? 5. Ja gut. Ich werde jetzt einen verlieren, ob ich will oder nicht. Ob ich. Ja, wobei, das ist ja ein Verlieren, was laber ich denn da? Ich krieg die ja unendlich oft wieder. Ja. Das ist schon schön an den Einheiten. Dass man die unbegrenzt oft wiederbekommt. Ich brauche diese Unterstützung zweimal. Das wird gut. Das wird richtig gut dann. Und tschüss. Es kommen irgendwie nur ein Haufen Verteidigungsmissionen. Es sei denn, ich würde sie ihnen erlauben, was einzunehmen, aber das wollen wir ja nicht. So, ein Tag, eine Stunde, los geht's. Ja, geht alles klar. Ich glaube, das da muss ich sprengen. Vielleicht mit dem Raketenzentrum. Vielleicht. Wenn es vorhin nicht mehr Dinge aufgetaucht. Apropos aufgetaucht. Ich habe ja mal ein bisschen Geld jetzt. Ne? Das kostet 2400. Stein zerstören. Ne? Und da gehen 800 für Steine drauf. Ja, geil. Uiuiui. Hast du Sonntag oder Montag Geburtstag gefeiert? Stell dir ein kleines Special vor. Ich habe kein Backvideo. Wie kommst du da drauf? Ich habe nicht mal eine Kamera. Ich habe nie irgendwas im Backvideo gesagt. Was ist. Ach, das war diese Mission. Ich könnte aber euch zeigen, wie man Wasser kocht. Das wäre vielleicht drin. Komm mal zurück. So, ja, die höchste Reichweite, die geht bis dahin. Ne, kommt überhaupt nicht weit. Dieser große Weihern, ich habe Geburtstag, habe ich jedes Jahr. Also. Spawn, der Spawn schießt auch nicht. Wie asozial ist das denn bitte? So.
Ah, kritischer Treffer, ja, gut. Hm, ja doch, das war jetzt schon knapp, würde ich sagen. Also, sagen war jetzt nicht ohne. Und da habe ich neue Einheiten, eine Verteidigungsmission. Was ist das da? Achso, das ist... Das ist alles gar kein Problem, nicht. Verteidigungsmission ist easy. Soll ich vielleicht die Fresse nicht so weit aufreißen? Dann wieder ein Glas Wasser. Bleist, bis es vor Blut kocht. Ein Glas Wasser. Jetzt wird es aber anspruchsvoll. Ich dachte, ich filme einfach Wasser und dann filme ich kochendes Wasser. Dass ich irgendwo anders abfilme bei irgendeinem anderen. Ist jetzt irgendwie selbst.